Hallihallo, meine lieben Tonfreunde, und willkommen zu einem neuen Video mal Tonwelt. Johanna hat sich schon wieder den Finger gebrochen. Ich weiß nicht warum. Also, auf jeden Fall wird Johanna euch jetzt ein bisschen erzählen, was passiert ist. Und ja, los geht's. Also, es ist alles im Sportunterricht passiert und wir haben halt Basketball und da habe ich halt den Basketball gegen den Finger bekommen. Das tat auch sehr weh. Ja, logisch. dann sind wir direkt, wo ich aus der Schule kam, zum Arzt gegangen. Und da wurde halt gesagt, dass meine Kapsel gerissen ist. Und es war halt auch sehr, sehr dick und das tat auch sehr, 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 sehr doll weh. Dann sind wir eine Woche später wieder zum Arzt gegangen und dann wurde aber auch gesagt, dass der Verband falsch gebunden wurde, also die falschen Finger eingebunden wurden und dass mein alter Bruch halt wieder, also dass mein kleiner Finger wieder gebrochen ist. Also der kleine Finger, den kleinen Finger habe ich mir ja vor den Sommerferien gebrochen und der ist halt jetzt wieder gebrochen gewesen und der, wo die Kapsel gerissen ist, das ist direkt da daneben, also der Ringfinger. Also wir sind eine Woche später nochmal zum Arzt gegangen, weil meine Hand einfach immer dicker wurde und nicht nur die Finger, sondern wirklich die komplette Hand. Die Bilder seht ihr jetzt auch gleich nochmal. Und wo wir halt bei der Gipskontrolle waren, könnt ihr auch ganz sehen, dass mein Ringfinger halt auch hier ganz blau war und das auch. Also das könnt ihr auch sehen, dass hier voll der Huckel war und das war halt auch ganz schön komisch für uns. Also den Gips hatte ich jetzt ganze 3 Wochen lang und der kommt wahrscheinlich morgen oder übermorgen ab. Und wenn ihr ein Video dazu sehen wollt, müsst ihr meinen und Lenas Kanal abonnieren, weil dann kriegt ihr Benachrichtigungen und dann wisst ihr, wann das Video da ist. Dann könnt ihr es nicht angucken, wenn ihr wollt. Und den verlinken wir da. Auf dem I, in dem I, weiß ich nicht. Auf dem I. Der Kanal heißt Jole Sisters. Genau. Von mir und Lena. Swag. Also wehtun, also Schmerzen habe ich eigentlich hauptsächlich nicht mehr, weil es halt ja jetzt auch schon eigentlich schon verheilt ist. Ja. Und zum Glück wurde ich aber auch nicht operiert, weil viele fragen dann auch immer, wurdest du operiert und so. Und jetzt kriegt ihr die Antwort, nein, ich wurde nicht operiert. Und ja. Ist noch dick. Also man kann hier an meinem Daumen schon sehen, dass mein Daumen ist auf jeden Fall noch dick. Wahrscheinlich, weil ich ihn nicht bewegt habe. Jetzt gehen wir ab zum Röntgen. Das tut weh. Raus.
wie schon gesagt, wenn ihr das Video sehen wollt, wie Johanna ihren Gips abbekommt, dann müsst ihr auf dem Kanal der beiden vorbeischauen. Jolis ist das. Jolis ist das, ja, wenn ich drauf kann. Und ja, ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Wahrscheinlich eher weniger. Aber wenn ihr ein Like gebt, dann ist es gleich ein Like für Johanna und dann Spaß. Also, ja. Ich würde auch mal sagen, zum nächsten Video und tschüss! Jesus Christus und Anne-Maria. Das ist irgendwie schlimm.